So, wunderbar. Ja, schön, dass ihr noch alle da seid. Wir sind an der letzten Stunde sozusagen angekommen, diesen heutigen Tages. Morgen, übermorgen ist ja noch viel, viel mehr los. Wir sind zum einen natürlich nochmal zusätzlich im Internet jetzt gerade live auch verfügbar. Ihr könnt eure Frage, wenn ihr aus dem Internet seid, auf ask.linuxguides.de stellen. Wir haben den Link angepinnt und da schauen wir auch auf jeden Fall drauf. Diese Stunde ist heute dazu gedacht, eure Fragen rund um Linux und Open Source zu beantworten. Und ich bin natürlich für so eine Fragestunde nicht alleine da, sondern der Micha und Hauke sind auch noch da. Von daher würde ich es mal sagen, ja, vielleicht ganz kurze Vorstellungsrunde, dann geht's los. Genau, ich bin Micha, bekannt aus dem Tuxflash-Podcast, aus diesem netten Triumvirat gebildet. Ansonsten bin ich auch bei Twitch zu sehen, wo es auch Linux-Fragen gibt, aber auch ein bisschen Gaming. Und zum dritten Mal haben wir diese traditionsreiche Runde und zum zweiten Mal machen wir sie hier vor Ort, wenn ich mich recht entsinne. Aber das kannst du ja nochmal sagen, Hauke. Ja, moin moin, erstmal herzlich willkommen. Ich bin Hauke Großhavemann, derjenige, welche, warum das hier überhaupt alles stattfindet oder einer derjenigen, welchen. Genau, also vom Tuxflash kennt man uns ja vielleicht und ja, es ist das zweite Mal, dass wir vor Ort live in Farbe sind. Letztes Jahr war Premiere. Ja, was haben wir noch? Ne, das ist eigentlich schon relativ viel gesagt, ne? Ja? Haben wir denn schon Fragen oder aus dem Publikum auch schon Fragen? Hauke hat ja eben kurz erwähnt, dass er da so eigentlich der Initiator dem Ganzen ist oder jedenfalls da eigentlich federführend ist. Der ist fast die ganze Zeit immer im Hintergrund zu sehen. Von daher würde ich sagen, ganz kleinen gebührenden Applaus an Hauke und an das Team dahinter, dass ihr das wieder so großartig dieses Jahr organisiert habt. Ja, wird auch viel zu selten gesagt. Und vor allen Dingen, weil man dich meistens immer nur im Hintergrund sieht. Von daher, ja, er ist eigentlich der Grund, warum wir heute alle da sind. Ja, gibt es Fragen soweit erstmal? Das fängt ja schon mal gut an. Aber wir haben auf ask.linuxguides.de, dort könnt ihr ohne Registrierung eure Fragen stellen, haben wir schon eine Frage reinbekommen. Ich bin auf der Suche nach einer Art IPTV-Box mit Linux drauf, um damit zum Beispiel freies Fernsehen, ARD, ZDF und die Mediatheken zu gucken. Sowas wie Hypnotix mit Linux Mint, nur halt als TV-Box. Am besten mit Fernbedienung. Gibt's da was? Also, ich hätte direkt eine Idee, außer jemand von euch möchte. Ah, Hauke. Okay. Ich hätte gesagt, Kodi, ne, ist so ein Ding. Was man sich anschauen kann. Es gibt auch eine Kodi-Box, die hieß LibreELEC. Schauen wir mal, ob es das noch gibt. Und da kann man sich auf dem Handy eine Kodi-Fernbedienung installieren. Das funktioniert auf jeden Fall. Das habe ich sogar schon mal eingerichtet für jemanden. Da kannst du dir einen Raspberry Pi nehmen, dort das Image draufziehen von LibreELEC und dann hast du deine komplette Mediathek, kannst ja, genau, Fernsehen schauen, Bilder, Videos, Musik, ist so eine komplette, ja, Musik-Medienplattform, sage ich mal, für zu Hause. Der eigene kleine Smart TV, wenn man so möchte. Und funktioniert ohne Probleme. Also hat schon vor fast 10 Jahren sogar funktioniert. Ja, das wäre so die Sache dazu. Ja. Also noch ein Nachtrag dazu. Also man braucht nicht unbedingt ein Smartphone dafür. Viele Fernseher können über CAC, heißt dieses Protokoll, glaube ich, über HDMI-Signale an so eine Box weitergeben. Und das funktioniert üblicherweise auch mit der Fernbedienung, die bei diesem Fernseher mit bei ist. Oder für diejenigen, die ganz gerne was basteln, man kann sich auch so ein Raspberry Pi nehmen und dann an 3 Pins, glaube ich, eine Infrarot-LED, also so einen Empfänger dran basteln. Mit mehr oder weniger Schwierigkeiten ist das Ganze verbunden. Wenn es schon Profile für die jeweilige Fernbedienung gibt, dann ist das relativ einfach. Ansonsten muss man da so ein Profil sich zurechtzergeln und das geht auch. Habe ich schon gemacht, geht. Aber die Fernbedienung war nicht mit drin, also habe ich da ein bisschen länger gebraucht. Ja.
Intel NUC, ne, ist hier das Stichwort aus dem Publikum. Das gibt es auch als ISO für X86. Gibt es auch als ISO-Datei, ne, LibreELEC. Also von daher, ja, sehr cool, schön. Ja, jetzt haben wir hier direkt ein bisschen mehr Community-Power, direkt, wo wir das damit einfließen können. Sehr cool. Gibt es Fragen aus dem Publikum, die sich erstellt haben? Genau, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach vielleicht ein bisschen. Dann wissen wir Bescheid. Ich schaue mal in dieses Internet. Da gibt es sogar eine neue Frage. Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal. Ja, ja. Also wir wissen da nicht unbedingt mehr. Ja, genau, Tuxedo hat jetzt vor 2-3 Wochen das angekündigt, meine ich, ne, dass sie da jedenfalls mal was ausprobieren wollen. Ich glaube, so ganz handfest war das noch nicht. Von daher ist mal abzuwarten, was da kommt. Ich würde, ja, wollen sie, ne, aber kommt darauf an, was dabei rauskommt. Das meine ich natürlich. Und ich glaube, wir müssen uns da alle auch als Entwickler oder Nutzer unter anderem auch einstellen, dass langfristig, glaube ich, ARM schon... Ja, dieses Potenzial auf jeden Fall hat, x86 zu verdrängen. Ne? Das auf jeden Fall. Von daher, ich denke, das wird kommen. Und ich glaube, so wie wir jetzt sehen, dass das i386 ausgelaufen ist, wird es in 10 Jahren vielleicht mit einem x86 langsam kommen oder einem D64. Ich bin mal sehr gespannt. Was meinst du dazu, Micha? Außer du hast was dazu. Ja, nicht viel. Ich wollte nur ergänzen, dass Tuxedo auf jeden Fall ein Notebook rausbringen wird auf ARM-Basis. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast, aber waren wir vielleicht nur zu zweit. Das wird auf jeden Fall kommen, da habe ich aber gesagt, die erste Generation muss man, glaube ich, mal abwarten und dann, das muss halt reifen. Das ist halt jetzt kein Pappenstiel und ich glaube, Tuxedo ist mit einer der ersten oder der einzigen Linux-Notebook-Hersteller, also von System76 beispielsweise, weiß ich es noch nicht, dass irgendwas geplant ist. Das wollte ich nur ergänzend. Sieht man auch ganz gut, ne? Also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also kurze Frage in die Runde. Nutzt von euch jemand schon Linux mit ARM in gewisser Weise? Ja, das war Raspberry Pi. Ja, ein bisschen. Zum normalen Nutzen auch? So eine Sache. Also ich kann nur so einen kleinen Kommentar dazu abgeben. Ich habe ja schon die eine oder andere App ins FlatHub gebracht und ich muss sagen, ich habe mich auch noch nicht so richtig mit dem ARM-Zeugs beschäftigt. Und der erste Kommentar, der immer kam, als ich irgendwas Neues eingereicht habe, ja, nur x86, schade. nicht mehr, nicht weniger. Also von daher, da gibt es schon Kräfte dahinter, die haben da schon Bock drauf. Und ich glaube, das kommt mit der Zeit. Ich glaube, da müssen wir uns aber alle nach und nach so ein bisschen umstellen. Und eins muss man sagen, Debian macht sowas ja schon ziemlich vorbildlich. Die haben ja da nicht nur ARM, sondern noch mal ganz andere Architekturen. Und vielleicht würde ich mir wünschen, sitzen wir in 10 Jahren hier und reden darüber, ob wir RISC-V mit ARM ersetzen können. Mal schauen. Ja. Ja. Gibt es gerade noch Kommentare oder Fragen hier aus der Runde? Ihr könnt eure Fragen, wenn ihr online seid, erstmal hi, unter ask.linuxguides.de stellen. Dort, nehmen wir die dann auch nach und nach dran. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir da einen mal nochmal raus. Wie kann ich OnlyOffice oder SoftMaker FreeOffice Stichpunkte in einem Textfeld einzeln einfliegen lassen? Ich kann mich an die Frage erinnern, ne? weiß das jemand aus der Runde? Sonst mache ich es gleich mal live so nebenbei. Na? Kurze Frage, wer von euch, wir haben ja vorhin LibreOffice-Kurs gehabt, Crashkurs. Wer von euch nutzt LibreOffice standardmäßig? Wer von euch nutzt SoftMaker Office? Wer von euch nutzt OnlyOffice? Okay, also, ja gut, wenn, dann zeigen wir es in OnlyOffice. Kommentare zu OnlyOffice, gefällt es euch gut? Vermisst ihr was bei OnlyOffice? Segment unterwegs. Also persönlich, Text und
Text und Code, ja. Nebenbei, also die, ich wiederhole das nochmal ganz kurz für die Aufzeichnung. OnlyOffice ist einfacher für Umsteiger, vor allem wegen Bedienung und so. Was wollte ich dazu noch sagen? Ich habe letztens gesehen, dass jemand Word als Code-Editor verwendet hat. Das war auch sehr, sehr witzig. Ja. Das wäre es dazu. Ja, können wir mal Just for Fun so gleich im Hintergrund zeigen? So. Oder wollen wir zur nächsten Frage erstmal gehen? Ja, beispielsweise, ja, ist vielleicht auch nochmal eine gute Frage. Was ist eigentlich mit Sudo? Weil ihr immer sagt, es wäre eine Seuche oder so. Also ich hoffe, wir haben nie gesagt, dass es eine Seuche ist. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Sudo ein riesen Codehaufen ist, der immer wieder uns neue Sicherheitslücken offenbart, womit man dann doch irgendwelche Schranken dann doch durchbrechen kann, die eigentlich oben sein sollten. Aber ist Gott sei Dank gar nicht so häufig. Aber für so ein groß genutztes Tool, was ja unglaublich viel Verantwortung hat, schon eine Sache, wo man sich überlegen muss, ja, so ein riesen Code-Klops ist nicht immer gut. Es gibt Do-As, ne, als Alternative. Nutzt es jemand, Do-As? Ganz kurz, ja? Hat man seine eigenen Schwierigkeiten? Erzähl, ich habe es auch noch nicht genutzt. Ja, okay. Ja, also BSD funktioniert ganz gut, ansonsten Schwierigkeiten. Nochmal? Ja, also Evaluationen sind dabei. Ja, interessant. Nee, ich muss sagen, ich ignoriere das Thema immer ganz groß. Man muss mal sagen, Sudo sind ja keine, also es sind schwierige Sicherheitslücken, aber es sind ja meistens nur ganz gewisse Randfälle betroffen, wo sowas dann aufkommt. Aber ja, auch das ist ja zu viel. Erzähl du mal, Hauke, ja? Also ich wollte dich eigentlich bloß dazu auffordern, dass du so ein Best-of-Sicherheitslücken bei Sudo machst. Irgendwie ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also es gab ja doch einige andere gravierendere Dinge, aber Sudo hatte ich jetzt nicht wirklich auf dem Schirm. Was gab es denn da Schönes oder Schreckliches? Schauen wir nochmal nach. Hier, ne? Heise beispielsweise oder hier. Ja, Linux News, ne? 2 Sicherheitslücken in Sudo entdeckt von 2021. Ne? Pufferüberlauf, darüber kam man rein. Sudo Edit, kann ein lokaler Angreifer in der Komponente Sudo Edit eine Race Condition auslösen. Das war der Punkt. Schauen wir mal, was, ja. Ich sag zustimmen, ist mir egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier, ne? Jetzt kommt die Werbung, ne? Ich habe hier noch keinen. Egal, dann sehen wir ein bisschen Werbung. Was steht hier? Ihr könnt wahrscheinlich sogar schneller lesen als ich. Details. Beim Parsen von Sudo-Befehls eingeben. Also so ein bisschen der Vater der MySQL-Injections fast, oder? Oder hier Bash-Injections. Gefolgt von speziellen einzelnen Backslash-endenden Befehlszeilen-Argument. Konnte man bei Ubuntu 20.04 und Debian 10 auch Root-Rechte erlangen. Ich meine, vor 1-2 Jahren gab es auch was, wo man, ich bring's nicht mehr zusammen, aber wo man über irgendeine zusätzliche Komponente, die mit Sudo interagiert hat, da kam man rein. Ich glaube, irgendwas mit Gruppenrichtlinien war das. Ich meine es. Aber kriege ich auch nicht mehr zusammen. Also wir hatten letztes Jahr irgendwann im Podcast mal das Sudo-Thema, aber nichtsdestotrotz, wie stand es in der Frage als solche? Hätte ich es jetzt nie betitelt. Es ist halt ein nützliches Tool, was leider Gottes einen ziemlichen Entwicklungswasserkopf entwickelt hat über die Jahre hinweg. Also das ist dann so gewachsen, aber ja, wie jede Software ist die angreifbar. Also ich würde da jetzt keine große Sache draus machen und das nicht als solche bezeichnen.
Es ist halt ein Tool, was wir nutzen. Und vielleicht sogar auf T-Shirts drucken. Sehe ich jetzt nicht. Ja. Sehr cool. Ja gut, gibt es weitere Kommentare dazu, zu dem Ganzen oder zu anderen Themen? Ja. Alternative zu SSH, das ist interessant. Ja. Alternativen für SSH, ja. Ich finde, die Sache bei SSH ist ja, es ist so ein grundlegendes, essentielles Tool, wo ja so viele weitere Technologien drüber laufen. Also sei es Rsync, Borg, SSHF und so weiter, ne? Ja, super, super viel. Und von daher, ich glaube, ist es schwierig. Vielleicht gibt es eine Idee, dass man diese Plattform oder diese API, sage ich mal, irgendwie nochmal neu implementiert vielleicht, dass man eine neue Implementierung schreibt. Vielleicht Rust. Sind Rust-Fans da? Kurze Frage. Kein Rust-Fan da? Dropper heißt das. Ja, das habe ich auch auf SSH-Server Alternative. Oder wenn du im InitRAMFS SSH brauchst. Ja, okay, Dropper. Ja, cool. Ja, man lernt nie aus, ne? Das ist. Wer hat das implementiert, Standard? DietPy hat das als Standardaufschaltung implementiert, das ist interessant. Ja. Also schau, da gibt es sogar schon so ein paar Sachen. Cool. Ja, wie du hast gelernt. Ja, dann schauen wir doch nochmal ganz kurz. Ihr könnt über ask.linuxguides.de eure Frage stellen, wenn ihr online seid, ob wir da neue Fragen haben. Nee, haben wir nicht. Ne? Habt ihr sonst noch Fragen rund um alles? Also LibreOffice-Tastenkombinationen, ja, die sind ein bisschen anders teilweise, kann man aber konfigurieren, wie man möchte. Was ich ärgerlich finde, also bei LibreOffice Calc habe ich mich gar nicht so sehr mit Tastenkombinationen beschäftigt, bin ich ehrlich. Nur was mir auffällt, dass beispielsweise die Tastenkombination unter LibreOffice, wenn man Text fett gedruckt machen möchte, dass da irgendwie Steuerung Shift F oder sowas drücken muss. Und also so ganz, ganz komische Tastenkombinationen, die man sonst nur unter, also die man eigentlich nur unter LibreOffice hat. Man kann ja auch in anderen Anwendungen das fett machen. Eventuell gibt es da, also so, ich denke, man kann das umkonfigurieren. Eventuell gibt es da bei Extensions LibreOffice.org eine Einstellungsvorlage, die man da mit rein importieren kann. Das könnte ich mir gut vorstellen. Können wir vielleicht gleich mal nachschauen. Aber Tastenkombination, kannst du mal eine Tastenkombination nennen, die du unter Excel verwendest? Alt-RFFI. Ja. Alt-RFFI. Cool. Ja, gut. Ja, wieder was gelernt. Ne? Wenn ihr mal Excel nutzt, dann wisst ihr Bescheid. Wäre interessant, das eigentlich mal auszuprobieren. Ja. Ich kann dir mal das Mikro geben, dann kann ich ja mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ach, jetzt mit der Tastenfolge. Ja, das interessiert mich. Mhm. Optimale Spaltenbreite war das. Das ist häufiger so, ne? So, Alt-R, ich markiere das mal, ne? Also markieren kann man ja mit Shift- und Pfeiltasten, ne? Und dann sagen wir Alt-R wahrscheinlich zusammengedrückt haben. FFI. Schön nacheinander. Also alles nacheinander. Nee, ich glaube nicht, ne? Also. Ja. Ach, jetzt. Alt R F F I. Nee, funktioniert so auch nicht, ne? Aber interessant. Interessant. Ja, vielleicht funktioniert es nicht, weil die schon ideal sind. So, haben wir mal so, ne? Alt R FFI? Nee, macht er nicht. Aber ist eine Idee, ne? Aber man muss sagen,
Nochmal? Only Office, warte mal, ja, schmeiß noch, ist doch eine Idee. Ich habe es extra runtergeladen schon mal. Da haben wir den Kollegen, Arbeitsmappe. Oh. Keylux 2024 haben wir schon, ne? Meine Güte. Docs, so. Ja. Schreiben müsste man können. Dann machen wir hier mal Alt R RFFI. Ach so, okay, ja, das immer gut zu wissen. So, Startzeit, zack. Die hier, ne? So, so, die hier, ne? Alt R, FFI. Nee, also ist auch irgendwas anderes. Aber interessant, ja. Wüsste ich sonst nicht, um echt zu sein, ne? Ob es da noch andere coole Tastenkombinationen gibt. Hat jemand eine coole Tastenkombination unter LibreOffice, die ihr immer gern verwendet? Alt F4 kommt hier gerade von der Seite rein. Kam aus der Regie, ja. Aber Hand aufs Herz, wen ist das einmal passiert? Also mir ist es einmal passiert tatsächlich, dass ich das geglaubt habe. Aber gut. Ansonsten, was wollt ihr dazu noch sagen? Schon fast wieder vergessen. Ich kann es dir auch nicht sagen. Haben wir denn vielleicht neue Fragen reinbekommen? Oder? Ja, ich habe mal eine speziell für Server. Der Server ist von außen her nur über Wirecard erreichbar. Und meine Frage ist, ob Fresh RSS, wenn man es drauf installieren würde, dann sich trotzdem mit dem Handy, das per Wirecard draufgeschaltet ist, sich dann dementsprechend aktualisieren würde. Wenn ich das mit einer App dann mit dem verbinde und es ist verbunden, dass es sich dann automatisch aktualisiert. Genau, hätte ich auch gesagt. Also die Frage vielleicht fürs Internet. WireGuard VPN und funktioniert da Fresh RSS drüber? Und ja, ich würde dem nur zustimmen. Also wenn es lokal bei dir funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet. Ich weiß nur, es ist von außen her, könnte man es machen. Ja. Aber ich möchte das System geschlossen halten, dass man immer mit WireGuard reinkommt. Und daher die Frage, ob es dann darüber laufen kann. Aber das System, wo es läuft, das System, wo Fresh RSS läuft, das hat Verbindung zum Internet. Würde es nach draußen können. Also es würde sich quasi die Information ziehen können. Ja, dann. Du kommst quasi nur über WireGuard, übers VPN rein. Das andere ist nicht, weil ich möchte das nicht. Sollte funktionieren. Da haben wir noch mal eine Frage da hinten, ja? Ja, vielleicht mal. Oder? ZFS, BetterFS und BCashFS sind ja von sich relativ besonders zu jetzt NVM oder LX4, wie es auch immer heißt. Und ist die Frage, kann man die anderen schon nehmen für den Ersatz als ZFS oder eher noch nicht? Weil das BetterFS mittlerweile bei vielen Discos Einzug hält. BCashFS soll im nächsten Debian, glaube ich, mit drin sein. ZFS wird nie nativ drin sein. Bei Proxmox haben sie es in Kernel reingemacht. Debian hat gesagt, wird nicht kommen. Aber ich nutze es zum Beispiel nur. Ja, also Frage ZFS, BCashFS, ButterFS, ob es da, ob ButterFS und BCashFS schon mittlerweile reif sind, sagen wir es mal so, das zu nutzen. Was nutzt du aktuell die ganze Zeit, ZFS oder ButterFS? ZFS nutzt du die ganze Zeit. Ja, krass, ne? Also schon relativ lange. Ich glaube, ButterFS hat immer noch mit RAID Konfiguration Probleme. RAID 5 und RAID 6 haben die wohl noch Probleme. Ansonsten scheint es aber langsam, ich sag mal, erwachsen geworden zu sein. BCashFS ist ja doch nochmal deutlich neuer. Von daher, da würde ich wahrscheinlich nochmal abwarten. Die Sache ist, ja, also du nutzt wahrscheinlich die Caching-Funktion hauptsächlich oder was? Die Snapshot-Funktion oder? Snapshot, ne? Ja, das meine ich, ja. Genau. Finde ich einen coolen Ansatz, dass Hardware RAID auch obsolet ist. Bin ich in deiner Meinung bis jetzt? Self, ja. Ja. Ja, ja. Interessant. Also ich glaube, ButterFS kann man mal langsam anfangen zu verwenden.
auf dem Desktop machen das ja schon ein paar mehr, ne? Oder viele Distros ja schon standmäßig. Aber ich glaube auch im Serverbereich, ja. Also ich würde es nicht freiwillig testen, weil mir ist es egal. Ich mache meine Sachen immer über Borg, schieße ich die irgendwo anders hin, dann habe ich das auch schon geklärt. Und ja, den Rest nutze ich dann nicht. Aber ja, also finde ich auch cool. Aber da ist auch Beta-Fest mittlerweile auch schon eingeflossen. Deswegen war jetzt mal die allgemeine Frage, ob es sich lohnt, jetzt auch mal einen Blick da reinzuwerfen, auch im Enterprise-Bereich oder eher noch mal noch warten. Also ich denke, das kommt natürlich immer drauf an, was du für Funktionen du natürlich dann davon nutzt und inwiefern du das ausreizt, weil ich glaube, je mehr du ButterFS ausreizt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit gerade noch. Wahrscheinlich, dass da noch irgendwas schief geht. Aber ja, ich würde sagen, ich habe so langsam, ButterFS können wir schon mal ausprobieren. Hauke, du kennst dich doch vielleicht, hast doch ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht als ich nochmal. Sagen wir mal jein. Also ich bin immer relativ konservativ, was das angeht. Von daher ist es für mich noch so ein Testkandidat, wo ich mir denke, naja, ich habe schon sowas, aber das sind jetzt nur auch keine Daten, wo das Leben dran hängt. Also von daher lasse ich die Tests gerne andere machen. Und wenn irgendwo der große Aufschrei kommt, hoppala, wir haben mal wieder was verloren, dann würde ich sagen, na okay, gut, ist vielleicht noch nicht so weit. Also mit Debian und dem BKHFS, dass sie es in 13 reinnehmen wollen, ist durchaus interessant. Als so Testdistribution sehe ich eigentlich immer eher Fedora, die Dinge gerne mal ausprobieren. Und wenn bei Debian das anscheinend so ist, dass die meinen, in 13 kommt es denn rein. Das klingt erstmal gut. Wobei auf der anderen Seite, ich meine, ich habe da vor kurzem was gelesen, dass es wohl, was war das? Der Maintainer hatte irgendwie zu große Patches eingereicht und hat dabei auch Teile geändert, die mit seinem eigenen betreuten Dateisystem nichts zu tun hatten, und da hat es irgendwie mit Linus Torvalds Probleme gegeben, weil der das nicht akzeptieren wollte. Also das klingt so ein bisschen nach so einem Wackelkandidaten. Von daher finde ich es mutig, wenn Debian sagt, naja, 13er kommt das rein, oder vielleicht ist das, also ich habe es nirgendwo gesehen, dass die das vorhaben. In Testing? Oder? Ja. Okay. Genau, da kann man es jetzt gleich schon runterziehen und es soll halt dann aber nativ im System, wenn ich hätte, dass man bei der Installation es auch gar nicht nutzen kann. Wie gesagt, das ist jetzt von Debian, was ich weiß. Fedora hat schon länger ButterFS als Standard. Ja. Aber was jetzt der springende Punkt bei mir war einfach ButterFS jetzt in Proxmox zu sehen. Achso, ich dachte BKH jetzt. Ja, okay. Ja. Also der Zeitpunkt, wann man sowas ausprobieren möchte, das kommt drauf an. Also einem Dateisystem, was insofern noch relativ jung ist, wobei jung ja auch ein sehr dehnbarer Begriff ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es schon soweit ist, würde ich auch so ein bisschen einsortieren, wichtige Daten, wo Leben dranhängt oder nicht. Da vielleicht noch nicht, da ist es mir dann egal, ob ich da irgendwelche tollen neuen Features kriege, die ich vielleicht nicht unbedingt brauche, die ich anders nachbilden kann. Also es ist irgendwie ein weites Feld. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, oh, was Neues, das probiere ich sofort aus. Es gibt genügend andere Leute, die es ausprobieren, und dann gucke ich irgendwann mal nach einer gewissen Zeit. So. Wenn ihr beide noch nur jemanden kennen würdet, der aktiv BTFS benutzen würde. Kenne ich nicht. Ja, schade. Ja. Nutz es. Es ist soweit fertig. Es sei denn, du brauchst ein RAID 5 oder 6. Das ist einfach noch nicht wirklich production-ready implementiert. Ansonsten. Nein. Es macht was anders.
Es ist einfach nur eine Alternative. Also ich habe da jetzt auch keinen wirklichen aktiven, besseren Nutzungsfaktor gesehen, außer eben, dass es wirklich komplett offen ist und ZFS hat ja so eine gewisse Entwicklung gehabt von Oracle. Aber von daher, es ist bei mir auf dem Desktop sowohl als auch auf dem Server im Einsatz. Ich fahre damit seit Ewigkeiten wirklich gut. Nutze es. Also wenn du Lust hast, das auszuprobieren, kannst du machen. Einziges Manko ist wirklich RAID 5, RAID 6. Da musst du ein bisschen tricksen, ein MDADM vielleicht noch drunter zu nehmen. Oder das ist das einzige Problem dahingehend. Jo. Da hinten, ja. Okay, also habe ich so noch nicht eingesetzt, dass BTFS auf unterschiedlichen Systemen und mit dem Problem, aber ja, okay. Das scheint dann noch ein aktives Manko zu sein. Ich hatte es bis jetzt immer nur fest auf Systemen implementiert und laufen lassen, aber als Wechseldatenträger oder ähnliches. Okay, gute Info. Ja. Da scheint es dann doch noch ein Problem zu geben. Achso, ob die Snapshots stabil sind, war die Frage. Ja, also bis jetzt, ich nehme das Timeshift oder Snapper, je nachdem, beides. Hatte ich mit beiden jetzt gar keine Probleme, sind jedes Mal problemlos zurückgerollt. Aber ich habe auch ganz lange nicht mehr mir ZFS angeguckt und das verglichen, ob das vielleicht was besser ist. Aber funktioniert. Ich glaube, der Befehl ist auch ein Scrub. Es gibt Tools, also BTFS Assistant, wo das per GUI implementiert ist. Ansonsten schreibst du dir einen Cronjob, der im Hintergrund läuft, oder ein kleines Shell-Skript. So mache ich es. Also, wenn ich keine GUI habe. Haben wir noch irgendwo eine Frage reinbekommen? Ich glaube schon. Ja, wir haben keine Frage hinbekommen, aber der Stream bricht leider aktuell sehr häufig ab. Von daher, da müssen wir vielleicht nochmal dann das nächste Mal etwas nochmal dann schauen. Aber das machen wir nicht jetzt. Eine andere Frage hätte ich an euch. Und zwar, wer von euch kennt einen von diesen drei Typen online? Einfach mal an die Hand heben. Ja, sind ein paar. Ja, sehr cool. Ja, wollte ich einfach nur mal wissen. Okay, ja. Haben wir sonst noch Fragen? Ansonsten machen wir einfach früher Feierabend, oder? Haben wir alle früher aus? Ja, wie sieht aus mit deinem Linux? Linux ist. Den Firma kriegst du später. Linux ist. Linux Assistant, ja. Also, ich glaube, da ist eine neue Version in der Pipeline, die ist auch schon fast fertig. Die kommt demnächst raus. Der Startbildschirm dieses Linux Assistants. Wer das nicht kennt, das ist so ein kleiner Helfer für alles und nichts. Der Startbildschirm, der wird nochmal neu überarbeitet, weil ich habe dann irgendwann immer Startbildschirm nach Startbildschirm hingeklatscht und jetzt hat man 4, 5 Fragen, die man erst beantworten muss, bevor man loslegen kann. Und das wurde nochmal überarbeitet. Ansonsten, wird das Ding tatsächlich auch großflächig mittlerweile international benutzt. Sie sind sogar in englischen Magazinen schon aufgetaucht. Und werden empfohlen und von daher, ja, auf Italienisch ist es mittlerweile auch verfügbar. Wer da Lust und Zeit hat, das zu übersetzen, sehr, sehr gerne, bei mir melden, dann helfe ich euch dabei auch. Und ansonsten, coole Software, ich habe Spaß dran und
So die ein oder andere Sache kommt noch. Wobei nach und nach merkt man, der ist schon eigentlich ganz gut erwachsen für das, was er eigentlich können soll. Natürlich wird immer so alles erwartet, dass man beispielsweise eine Sache, die eine coole Idee wäre, dass man sich die ganze Konfiguration mitnehmen kann, abspeichern kann, exportieren und irgendwo anders auf diesem Rechner wieder anwenden kann. Eventuell sogar distributionsübergreifend. Das heißt, dass er erkennt, ah, okay, diese und diese und diese Software ist installiert. Dann schaue ich, wenn ich das beim Linux Mint habe und das auf dem Fedora so einrichten möchte, dass er mir das auch wieder nachzieht. Ist aber auch nur so bedingt mit einfachen Mitteln umsetzbar, weil du bräuchtest dann eigentlich eine Tabelle, wo du weißt, okay, gut, dieses Paket so und so heißt bei Fedora doch ein bisschen anders. Und das muss man dann ein bisschen mappen. Solche Sachen sind ein bisschen schwieriger, aber ansonsten, ja, schaut es euch gerne an. Die Sache, die ich sehr empfehlen kann, ist die Speicherplatzbereinigung mittlerweile. Ist unglaublich, wie viel Flatpak und auch Kernel und so weiter manchmal dann doch rumliegen lassen. Also ich glaube, wir haben mal mit dem Linux Assistant nur auf einen Knopf gedrückt und 10 GB freigegeben. Und das war schon cool eigentlich. Kostet Linux etwas, ist die Frage. Linux generell kostet eigentlich erstmal nichts. Also es gibt die ein oder andere Distribution wie Zochen OS, die etwas verlangen für nochmal zusätzliche Themen und so weiter. Ansonsten ist Linux eigentlich komplett freie Software, wenn man so möchte. Elementary OS sagt. Ja, genau, Elementary OS mit freiwilligen Spenden und so weiter. Ansonsten generell ist es eigentlich kostenlos und die allermeisten Programme sind auch freie Software und ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Universum, in dem wir da leben dürfen. Open Office, meinst du? Open Office und Linux sind nicht direkt vergleichbar. Ne? Open Office ist ja eine Anwendung, womit du, also achso, von der Lizenz her meinst du. Ja, das kann man damit vergleichen mit der Lizenz, ja. Wir können natürlich Linux sehr empfehlen, ja. Ja? Als ich wahrscheinlich vor Corona auf Linux umgegangen bin, kann ich mich erinnern, dass ich einige Fragen zu einigen von euch kommen konnte, am Wissenschaftspark offenbar sich wöchentlich, ich weiß nicht, Donnerstag Nachmittag oder sonst wie trafen. Wie hat sich das geändert? Habt ihr da so eine Art Stammtisch oder offene Gespräche oder sowas? Also ich war da wir haben gar nicht so viel mit der Toppoint zu tun. Ich wüsste es nicht. Hauke, weißt du da was, ob da wieder was ist? Ansonsten hätte ich auch so ein paar Sachen. Ja, ja. So ein bisschen grob zu einem, obwohl direkt hinter dir sitzt jemand, der zum Urgestein der Toppoint gehört. Also von daher, er wird es richtiger wissen, als was ich es jetzt zusammenfasse. Toppoint ist ein relativ langlebiger Verein, der damals das Internet nach Kiel geholt hat. Stimmt? Ja, ich sehe ein Nicken. Und im Laufe der Zeit hat sich alles Mögliche daraus entwickelt. Ist jetzt eher so ein Hackerspace, der aber auch verschiedene Tage mit verschiedenen Themen hat. Und es gab oder gibt es immer noch diese Pixorama, hieß es, oder? Hieß das nicht so? Also nochmal fürs Internet, Toppoint ist auch ein Aussteller hier und die stehen unter uns, was man jetzt natürlich nicht sehen kann. Und ansonsten toppoint.de, ja, da gibt es Informationen dazu, was die wann machen als Veranstaltung. Vielleicht auch so generell, also es wurde auch so ein bisschen gefragt, wo man sich connecten kann eventuell. Ne? Also es gibt auch viele Linux-User-Gruppen in vielen verschiedenen Städten. Ich glaube, hier ist Klausdorf sehr aktiv, unter anderem. Na, der läuft gerade raus. Ne? Ach so. Das wäre auch schon, nee, ja, genau so. Nee, also da gibt es was. Ansonsten, wenn man einfach nur so Fragen hat oder ja, in der Hinsicht, diese
Runde, ja, ich glaube, Micha ist nicht dabei, gibt es aber alle zwei Wochen tatsächlich auf YouTube, Twitch und linuxguides.de. Da sind Hauke und ich dann immer jeden Dienstag 19.30 Uhr dann da und beantworten eigentlich alle Fragen. Und ja, es ist schön, tatsächlich auch ein paar, die im Chat sind, hier live zu sehen. Ja, sehr cool. Ja, sag du mal was. Ich bin nur da, wenn du nicht da bist. Da hat er recht, ja. Ja, ich mache immer mal eine Streaming-Pause, weil es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja, ne? Nee, ansonsten, Frage an euch. Also, habt ihr ein gutes Verzeichnis für Linux-User-Gruppen? Ne? Gibt es da was? Also, ich kenne linuxcommunity.de, das ist aber, glaube ich, schon uralt. Man bräuchte eigentlich mal so eine Karte, wo man die Dinge eintragen kann. Und wo man eigentlich auch immer aktualisieren muss als Linux User Group, weil sonst ist das nach zwei Jahren wieder veraltet. Das ist dann auch schon der CCC. CCC. Okay, sehr gut, ja. Ich habe am Dienstag nach Damn Small Linux gesucht. Die Abkürzung ist DSL. Nichts weiter eingegeben, hat auch nicht funktioniert. Okay, also CCC hat eine Karte, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das Problem bei dem Verzeichnis ist halt eben auch das Thema Datenschutz. Da kann man nicht einfach hergehen und abfragen, sondern das ist auch Weiblichkeit und viele geben halt auch keine Rückmeldung. Da ist dann das Problem, dass halt auch einige Links leider verwaist sind. Ja, Datenschutz, ich glaube, weiß ich nicht, ob ich das so groß jetzt sehen würde für Linux-User-Gruppen, Instanzen. Also, ne, ich glaube jetzt nicht, also wenn es um Privatpersonen geht, auf jeden Fall, klar. Aber ja, generell, ich glaube, wir bräuchten da mal wieder so eine Karte. Ansonsten, was so ein bisschen LUG, Linux Community. Ne? Da gibt es auf jeden Fall noch eine Sache, die ist aber teilweise so ein bisschen veraltet. Aber vielleicht gibt es bei eurem Ort, ist die noch aktiv, diese Gruppe. Ne? FabLab ist auch nochmal ein ganz großes Stichwort, das stimmt. Ne? Genau, ja. Aber ja, sowas. Foren gibt es natürlich auch einige. Ich lasse jetzt mal die Eigenwerbung. Ja. Ansonsten gibt es auch noch das Luke-Camp, das hatten wir dieses Jahr ausgerichtet. Kommen wir hoch, das hatten wir in Lüpperfürth gemacht. Da hatten wir auch einige Adressen angeschrieben, von ja auch schon eine ganze Menge halt keine Rückmeldung bekommen. Habt ihr Erlangen angeschrieben? Das wäre cool gewesen. Okay, na gut. Okay. Also Luke Camp ist auch eine Sache, ist dann so, dass man gemeinsam alle Linux-User-Gruppen sich treffen. Ne? Also aus Österreich und Schweiz und Deutschland kamen da halt Leute zusammen. Wie viele wart ihr? Ungefähr? Schon ordentlich. Sehr cool. Also ja, von daher. Also da gibt es schon auch nochmal Sachen. Es gibt ja auch nochmal den Linux Presentation Day, der zweimal im Jahr ausgerichtet wird. Ich glaube, die Braunschweiger Look kümmert sich darum sehr. Da gibt es auch eine Seite. L-P-D.org müsste das heißen. Schauen wir mal, ob ich es richtig habe. Sehen wir, wenn das Licht angeht. Es sieht sogar gut aus. Und da gibt es tatsächlich auch immer eine Karte, wenn man auf Veranstaltungen gehen. Dort sieht man dann auch verschiedene Events. So viele tragen sich da aber auch nicht unbedingt ein. Also wir sehen schon bekannte Braunschweig, Nürnberg, Villingen-Schwellingen, Schwentintal. Also da gibt es noch ein bisschen Bedarf, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten habe ich sogar noch mal ein, zwei Fragen aus dem Internet bekommen. Dieses Internets. Wann lernt Linux ein Screenshot? Nee, keine Ahnung. Also Sache ist, Screenshot machen mit aufgeklappten Dropdown-Menü. Wie bekommt man das hin unter Linux? Ciao, hier beispielsweise das und jetzt Drucktaste, dann ist der weg. Wie kriegen wir das hin? Ich würde sagen, ich gehe über einen Countdown-Timer. Ne? Also wir öffnen ein Bildschirmfoto. Zack. Und sagen dann hier Verzögerungen in Sekunden. Sagen beispielsweise 3 Sekunden. Zack, jetzt ganz schön das Dropdown aufmachen. Genau. Ja, so als kleiner Tipp. Gibt es sonst noch Fragen erstmal? Ich hätte noch eine aus dem Internet. Die ist aber länger.
Nach Jahren Windows als Daily Driver evaluiere ich nun auf die Eisscholle zu hüpfen. Als Pinguin, das ist schön. Bisher verläuft die Evolution positiv. Nun stelle ich auch das Gaming um. Unter Windows 11 nutze ich Fan Control, um die Lüfter basierend auf Messwerte der Sensoren zu steuern. Gibt es etwas Ähnliches unter Linux? Ja. Gibt es? Gerne mal. Ja. Also ich habe immer zwei Anlaufstellen für Alternativen. Rund oder wenn man irgendwelche Software sucht. Einmal alternative2.com, wenn man es richtig eingibt, dann kommen wir da auch drauf. So, da kann man einfach mal suchen. Da sind wir. So, Fan, ja. So, Fan Control. Na, da ist es. Und da hat man auch verschiedene Alternativen. Na, Open Hardware Monitor, naja, Speed Fan, ne, so eine Sache. Solche Sachen, also kann man unter alternative2.com finden. Ansonsten bin ich jemand geworden, der auch einfach im FlatHub sucht. Hat eigentlich an sich auch ja, ein schönes Softwareverzeichnis, finde ich auch übergreifend. Natürlich nur für Flatpaks, aber dort findet man auch einiges an coolen neuen Anwendungen, die ich sonst noch nie entdeckt hätte. Also beispielsweise gehen wir mal Fan ein. Passt. So, schauen wir mal. Fan-Control haben wir hier direkt was. Und das ist dann auch grafisch. Ne? Also ich glaube, sowas sucht diejenige Person aus dem Internet. Gibt es direkt solche Sachen. Kann ich sehr empfehlen, wenn man mal nach Software sucht. Und ich bin immer wieder überrascht, was es dann nicht doch alles gibt. Habt ihr noch was? Dann würde ich sagen, haben wir... Ja? Treiber, ja. Also kommt natürlich auch immer auf die Hardware natürlich drauf an. Also ich muss sagen, was ich mittlerweile empfehle, ist, also ich fange gerade an, mir so ein Hardware- und Softwareverzeichnis aufzubauen für verschiedene Sachen. Einfach, wo ich sagen kann, hey, das kann ich dir empfehlen auf jeden Fall, wenn du das und das brauchst. Ich glaube, man muss das schon schauen, vor allem in der Linux-Welt, dass wir da uns ja, dann nur halt eben auch die Hardware langfristig kaufen, die dann auch wirklich Linux unterstützt und am besten nativ im Kernel irgendwie drin, weil ich glaube, keiner von uns möchte zu viele DKMS-Sachen mit reinpacken oder da nochmal anders mit reinpacken. Und ich würde sagen, es ist in den letzten Jahren auch deutlich besser geworden, vor allem was WLAN oder sowas anbedingt, gibt es mittlerweile viel, viel weniger Probleme als vor 5 Jahren noch. Und ich glaube, es geht schrittweise immer ein bisschen weiter, in Babyschritten würde ich sagen. Ich glaube, vor 10 Jahren sah das teilweise noch komplett schwarz aus. Oder was ich auch schön finde, auch unabhängig von den Treibern, dass wir die PPAs so langsam so ein bisschen hinter uns lassen. Weil damit haben wir keine Abhängigkeitsprobleme mehr, sowas in die Richtung, ne, wenn man jetzt Ubuntu-basierte Systeme genutzt hat. Fingerabdrucksensor ist ein Punkt, ja. Ja, in Richtung Tablet-Mode, ja, da hat Ubuntu fast die Nase vorne, leider. Also die machen da schon ganz gute Sachen. Aber es hat immer auch seine Grenzen natürlich. Wenn man sich bei XFCE anschaut, da können wir, glaube ich, alle dann ja, schon einpacken. Da war noch was? Kalibrierung von Lenkrädern beispielsweise oder generell Controllern, ne? Schauen wir mal. also ich wüsste von nichts, aber eventuell, na gut, je nachdem, ich glaube Steam bietet sowas auch irgendwo direkt an. Steam erwartet, dass es kalibriert ist, das ist natürlich blöd.
Ist eine interessante Sache. Vielleicht finden wir das gemeinsam raus. Ich schaue vielleicht später nochmal. Das interessiert mich auch. Ja. Ansonsten, ich glaube, die Zeit drängt langsam, aber ja. Also was ich noch empfehlen kann, ist Harnode. Da kann man gucken, ob Hardware unterstützt wird. Harnode.org. Cool. Da kann man dann sehen, was für Hardware unterstützt wird. Sehr gut zu wissen. Ja, danke für den Tipp. Cool. Das ist eine gute Idee. Ich habe das festgestellt, dass das zum Beispiel die AMD-Grafikkarten besser sind als Nvidia und. Cool, okay. Bei Harnode kann man eben dann nachlesen, welche Features eine Grafikkarte hat. Und auch bei älteren Laptops gibt es ja bei einigen, wo es bei BIOS installiert werden kann. Das geht auch damit. Okay, cool. Ja, gut zu wissen. Danke. Es gibt ja, glaube ich, noch die Seite Hardprobe-Info oder so. Ja, Hardprobe-Info, ne? Was unterstützt wird. Kann man auch installieren bei den meisten Linux-Distros. Oder auch posten oder vergleichen, was funktioniert. Hardprobe-Info, wenn ich es richtig eingebe. Ich suche mal doch einfach mal. So, ja, wir suchen euch das mal raus. ja. Nee, ich finde es gerade nicht. Aber okay, also sagen noch mehrere, ist eine coole Sache. Sehr gut zu wissen. Reicht mal gerne nach. Ansonsten bezüglich unserer Fragestunde sind wir jetzt langsam am Ende. Ein, zwei Ankündigungen haben wir eventuell nochmal. Und zwar morgen Abend ist das Grillen. Ne? Dort gerne vorbeischauen. Ich freue mich da auch ganz besonders. Und am Samstagmorgen haben wir das Software Freedom Frühstück ab 10 Uhr. Wir starten mal ganz entspannt in den Tag und natürlich neben allen anderen Punkten im Programm. Und folgt auch gerne den Keylogs auf Mastodon und Twitter, weil da bekommt ihr immer die neuesten Neuigkeiten, auch wenn was ausfallen sollte oder irgendwas ändert, dann habt ihr da immer direkt die neueste Info, häufig auch vor uns. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Schön, dass ihr da wart. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Und ab morgen geht's richtig los. Genau, und ab morgen geht's richtig los. Dankeschön. Ciao.